Ja, hier haben wir jetzt dann den Weinsberg Carabus 600 MQ auf Fiat-Basis. 140 PS, der ist jetzt noch mit Automatikgetriebe versehen. Na, also ein ganz klassischer Kastenwagen. Und damit wart ihr ja jetzt auch im Urlaub. Damit waren wir tatsächlich gerade selber in Sorrent gewesen, sprich an der Amalfiküste in Italien. Super Ja. viel Spaß gemacht, enge Straßen, enge Kurven, ist mit dem Auto natürlich problemlos machbar. Ja, man kann in Städte fahren mit diesem Kastenwagen. Ich glaube, das ist nachher eine Typfrage. Wir persönlich lieben das einfach, diese Unabhängigkeit zu sagen. Wir können auf einem großen Campingplatz, wir können aber auch einfach auf dem Supermarkt in der Stadt parken. Und ja, wir haben ja den Weinsberg Carabus auf Ford-Basis auch schon mal gezeigt. Der hatte hier den Kühlschrank. Bei dieser Variante haben wir hier die verlängerte Arbeitsplatte dran. Aber einen aufgesetzten Kühlschrank. Der ist hier im hinteren Bereich, wenn du reinkommst. Na, den haben wir dann hier in dem Bereich. Ah ja, okay, das ist ein Kompressor, sagst du, Das ist ein oder? Kompressor. Ah, okay. Muss ein bisschen dichter machen hier wahrscheinlich. Auch ein Booster, ne? Müsste gehen, ja. Da können wir auch gleich dann das Bedienpanel mit zeigen. Genau. Mal schauen. Ah ja, okay, super. Gutes Das Erlebnis. Licht. Ja. Touchscreen. Küche haben wir dann auch hier Genau, Küche haben zeigen. wir. Zwei Flammenkochfeld. Kleines Waschbecken dabei. Besteckfach. Ja, auch wieder die zwei Schubladen, was eigentlich üblich ist in einem Kastenwagen. Und hier unten wieder das Klappfach. Ja. Sitzecke auch wieder klassisch für zwei Personen. Die Sitzbank, drehbare Vordersitze. Den Tisch auch wieder Der Tisch ist ausklappbar. auch wieder drehbar, genau. Jetzt haben wir oben das Staufach zeigen. Ja. Aber der verlängert sich ganz schön. Das macht schon viel aus. Finde ich gut. Genau, hier oben haben wir dann noch das Staufach. Da passt auch eine Menge rein, da ist nochmal Seiten. Genau, hier ist dann eben das Regalfach. Das würde halt dieses kleine Fach wegfallen, wenn der Fernseher angebaut wäre. Ah ja, okay. Dann haben wir hier oben ja auch nochmal eine Möglichkeit, ja, so reinzutun. Genau, da haben wir auch Hier haben nochmal wir ein noch ein Staufach. schönes Dachfenster dazu. Unten. Ja, das ist das Badezimmer. Auch wieder klein und funktional gehalten mit Duschvorhang. Oh, sehr schön. Ja, das ist auch schön mit dem Weiß immer, finde ich. Das ist. Genau, also was uns immer wichtig ist, dass ein optionales Ausstattungsmerkmal ist das Fenster im Bad. Ja, sehe ich gerade. Ne? Standardmäßig kommen die mit dem Lüfter, mit dem Pilzlüfter oben daher, aber das Seitenfenster würde ich jedem empfehlen mit einzubauen. Das ist einfach sehr angenehm, um die Feuchtigkeit auch rauszubekommen Ja, aus absolut. dem Fahrzeug. Ne? Ja, ansonsten haben wir hier das Querbett wieder. Ich mache mal gerade Platz, dann kannst du das ein bisschen besser filmen. Ja. Ja, ich Wenn könnte es aber auch gut filmen, vielleicht, wenn du dich da mal reinlegst. Dann können wir ja mal sehen, wie sich der Platz Das kann ich auch verhält. machen. Also das ist oberhalb tatsächlich 1,52 Meter breit. Also auch für zwei große Menschen ist es hier wunderbar geeignet. Und auch ich mit meinen 1,91 kann Ja. hier noch recht angenehm liegen. Ich habe jetzt Schuhe an, deswegen kann ich nicht ganz an die Wand gehen. Ja, okay, klar. Aber ich kann hier wunderbar schlafen. Man liegt ja auch nicht kerzengerade in dem Bett eigentlich. Von daher Ja, das ist richtig, das ist das stimmt. Das hier macht sehr man eigentlich angenehm. nicht, ne? Nein. Das ist in der Praxis gar nicht, macht man gar Nee, nicht. also ich habe noch nie Probleme gehabt, hier zu schlafen. Wir sind viel mit den Kastenwägen unterwegs, alle mit Querbett. Und ja, auch mit zwei großen Personen kann man hier wunderbar schlafen. Ja, da hast du vollkommen recht, also das sehe ich auch Wir haben so. hier überall Staufächer. Ja. Die sind ja auch alle größer, muss man sagen, als beim Grand California 600, ne? Genau, schön ist hier, die ganzen Lampen sind auch per Touch bedienbar. Ja klar, das sind so Kleinigkeiten. Ja, man muss also nicht nachts aufstehen, nach vorne laufen, irgendwo Lichtschalter suchen. Ja, da hast du recht. Ja. Hier sind kleine Boxen verbaut und es ist natürlich ja, Ah. nach oben keine Grenzen gesetzt. Wir können hier überall USB einsetzen. Die kleinen Boxen, die bekommen ihre Musik wie? Vorne aus dem ganz normalen Radio. Ah, okay, das heißt, du hast vorne dann die Musik und hinten Genau. sozusagen auch. Okay.
Und hier hast du jetzt so ein Trittbrettchen, sag ich mal. Genau, also hier ist standardmäßig eine Wand drin. Ah, okay. Die in der Mitte einen Tritt hat. Aber wir holen es immer raus, weil wir finden es halt angenehm, wenn man ja nicht immer rausgehen muss, um an den Kofferraum zu kommen, sondern man kommt hier rüber an seinen Proviant, das ja in der Regel dann unterm Bett verstaut wird im Kastenwagen. Deswegen haben wir die Bretter hier nie mit drin, wenn wir privat fahren. Ah ja, du musst dann immer raus in den Regen vielleicht und so kommst du da genau einfach dran. Und genau. Ja, kannst du hier auch wunderbar sitzen. Ja, also für zwei Personen absolut ausreichend so ein Fahrzeug. Und durch die 6 Meter bzw. 5,99 Meter sind es ja, hast du halt auch den günstigeren Tarif bei den Fähren. Das ist auch immer ein Vorteil, gerade wenn man Richtung Norden will oder eben sich auch im Süden mit den Fähren bewegen will. Du bist halt immer unter 6 Metern. Das macht was aus, ne? Absolut. Also Kastenwagenfahrer leben ja eigentlich draußen. Das ist ja dann ein ganz anderes Klientel als die, die klassisch die großen Wohnmobile nehmen und auf die Campingplätze fahren. Ja, wo würdest du denn den Vansation da jetzt sehen? Der ist ja noch Van-Klasse, sagen die immer so. Ist das so der Zwitter, ja? Ja, genau, das ist so das klassische Zwischending. Ne? Ist noch schmal genug, um angenehm zu fahren, auch für ungelernte Fahrer, aber immer noch groß genug, um als vollwertiges Wohnmobil durchzugehen. Ja, was ich hier beim Kastenwagen immer schön finde, das ist diese Seitentür, ne, die man so aufschieben kann. Und dann, dieses Jahr, wir haben es ja jetzt schon wieder ein bisschen wärmer draußen. Du hast halt hier wirklich richtig schöne frische Luft, die reinkommt. Und beim Wohnmobil, das ist immer nur die Tür, ne? Das ist schon ein Unterschied nochmal, ne? Ja. Du bist jetzt mehr in der Natur einfach, würde ich mal so sagen. Genau, also wie gesagt, der Kastenwagenfahrer ist ja eigentlich derjenige, der relativ viel draußen lebt. Ja, ja, richtig. Aber wenn du wirklich drinnen leben willst und sagst, das ist mein komplettes zweites Zuhause als vollwertige Wohnung, dann gehst du eher in ein klassisches Wohnmobil. Weil es dir einfach viel mehr Bewegungsfreiheit bietet. Ja, du siehst ja schon, wie eng das hier ein bisschen ist, wenn du so vorbeikommst. Ja, aber auch hier hast du wieder standardmäßig dieses große Fliegengitter. Ja, das ist natürlich klasse. Da kannst du jetzt am See stehen. Genau. Und keine Mücke sticht zu. Im Optimalfall nicht. Ja, ja. Obwohl die eine oder andere kommt doch durch. Ich wollte gerade sagen, wir waren jetzt selber in Punta Ala gewesen, an der italienischen Küste und da waren schon extrem viele Mücken und die kriegst du nicht alle abgehalten. Nein. Da gehst du mal kurz rein und raus, dann hast du sie drin. Ja, ja, das stimmt schon. Also. Aber war erträglich, ja. Ja. Sonst so ein Mückenspray kaufen oder so, gibt ja schon so Sachen, die Mücken fernhalten. Ja, je nachdem, wo du bist, also das ist tatsächlich Sumpfgebiet, wo wir da waren und da hast du es natürlich extrem, da solltest du Mückenzeug dabei haben. Wir haben es dann gekauft vor Ort, weil das war so ein Spontan-Stop halt, der nicht unbedingt geplant war. Mhm. Irgendwann hast du halt einfach dann mit Stau und so weiter keine Lust mehr zu fahren, dann guckst du, wo ist der nächste Platz in der Nähe, dass man sich einfach mal einen Tag an den Strand legt, ein bisschen entspannt und das war bei uns eben Punta Ala. Ja, ist schön da unten, ne? Sehr, sehr schön, ja. Und wie war das jetzt mit dem Fahrzeug? Habt ihr da irgendwie Probleme gehabt oder gar nicht? Nein, gar nicht. Gar nicht. Also die 140 PS beim Kastenwagen, die sind schon absolut ausreichend aus meiner Sicht. Das ist ein gemütliches Fahren, auch wenn es ein Schaltwagen ist, macht es schon sehr, sehr viel Spaß, mit denen zu fahren. Ja, habt ihr was an Gebühren gehabt da? Mautgebühren, die irgendwie... Ja, Mautgebühren in Italien, klar, wenn du die Autobahn nutzt, das geht schon ins Geld. Ja, das ist schon, ist auch teurer als der PKW oder genau der gleiche Preis rein? Na, ist ein bisschen teurer. Doch, ja. Ja, die gehen nach Klassen, es kommt immer noch an, aber der ist ein bisschen teurer, ja. Aber marginal. Ah, okay, okay. Ich glaube, wenn du da über 3,5 Tonnen bist, dann wird es teuer, ja. Dann wird es richtig teuer auch, ne? Ja. Das sind die Kosten, die viele halt auch so mitberechnen, ne? Die muss man ja schon. Ja, du kannst rechnen. Ich habe es jetzt nicht genau nachgehalten, aber wir waren jetzt 16, 17 Tage unterwegs und so 250 Euro werden wir da schon bezahlt haben an Autobahngebühren. Mit dem Kastenwagen? Ja. Jetzt, ne? Das ist viel Geld. Wobei das im klassischen Wohnmobil gleich ist. Ne? Ja, das klar. Aber wenn du jetzt über 300... Solange du nicht über 300 Tonnen bist, dann ist ja nochmal mehr. Also dann ist es mehr, richtig, ja. Es war früher alles nicht so teuer. Ne? Jetzt da tanken und das auch dabei alles... Ja, Wohnmobil ist nicht günstig. Ne? Also Wohnmobilreisen sind im Prinzip immer relativ teuer eigentlich. Ja, man muss es wollen. Also ne, es ist nicht so, dass man jetzt sagt, die klassische Pauschalreise ist unbedingt teurer als ein Wohnmobil. Die Pauschalreise, würde ich sagen, ist eigentlich immer günstiger. Ne? Kommt natürlich auch an, wenn du mit zwei Kindern fährst, kannst du hier noch recht günstig wegkommen. Aber wenn du jetzt alleine reist, dann kannst du ja mit der Pauschalreise immer günstiger davon kommen meistens. Ne?
Ja, oder meinst du nicht? ja, es kommt immer darauf an. Klar, wenn du kleine Kinder dabei hast, die kommen dann an und sagen, ich will ein Eis, ich will dies, ich will das. Und das hast du pauschal halt kalkulierbar alles dabei, wenn du es all-inclusive buchst. Ja, gut, Hier bist du sehr individuell, aber du hast, du machst eine andere Art von Urlaub einfach, weil du kannst spontan sagen, hier gefällt es mir, hier halte ich an. genau, So. das muss man Das ist mögen. der Man Reiz muss am das Camping, Camping ne? mögen. Und jeder, der sagt, ich mache Camping, weil ich sparen möchte, das macht keinen Sinn. Das Nein, das macht funktioniert keinen Sinn. nicht. Das ist eine völlig andere Art von Urlaub. Es ist ein Gefühl von Freiheit. Ja, wir machen das immer ganz gerne, auch auf Instagram und so, dass wir sagen, die Freiheit genießen, die Welt entdecken. Finde ich einen schönen Spruch, Ja, ja. Du bist ja selber auch Camper, ne? Natürlich. definitiv. Durch und durch. Das muss man auch sein, finde ich. Und ja, ich fühle mich manchmal auch im Camper wohler als zu Hause irgendwie, ne? Ich weiß das so, ne? Ja, Ja. dein Zuhause reist mit dir, ne, und du kannst dir aber die ganze Welt anschauen, also. Ja, was ich nicht mag, das ist, zu Hause hat man so viel Krempel, so viele Sachen und so viel Ballast alles und der Keller ist voll und hier kommst du auf dein Minimales und das reicht dir, ne? Du hast deinen Fernseher dabei, ich lege auf sowas ja Wert, du machst dir hier dein Essen fertig und ja, dann ist schön gut, ne? Absolut. So, Ja, Uli. du kannst den Urlaub so gestalten, wie du es willst. Ne? Beim Hotel hast du vorgegebene Zeiten, wann du sagst, okay, ich kann von 7 bis 10 frühstücken, ich kann von 12 bis 2 Mittagessen. Ja, und hier kannst du sagen, ja, selbst wenn ich dann um 12 noch im Schlafanzug dastehe, kann ich mir trotzdem mein Frühstück machen. Ja, und das ist so die Ja, gewisse gut. Freiheit. Ich mache so All-Inclusive eh nicht. Wenn, dann gehe ich irgendwo draußen, was essen oder so. Dann bin ich ja auch flexibel. Ja, aber so der klassische Pauschaltourist fragt halt immer wieder nach All-Inclusive. Das Ah ja, du ist. machst ja auch Reisen, deswegen Genau. kannst du das beurteilen. Das Genau. ist nach wie vor im Kommen auch noch All-Inclusive oder wie ist. Ja, genau. Das ist also All-Inclusive ist gerade bei Familien beliebt. Ja, verstehe ich auch. Du hast für die Kinder Animationen in der Anlage. Ne? Man hat auch als Elternteil mal ein bisschen Urlaub. Andersrum, selbst die Leute, die kein All-Inclusive buchen, die nehmen aber Halbpension. Und dann hast du auch wieder das Problem, dass du zu festgegebenen Zeiten Frühstück und Abendessen musst. Wenn wir privat fliegen, Flugreisen machen, haben wir in der Regel nur Frühstück dabei, wenn überhaupt. Ne? Oftmals buchen wir auch einfach einen Flug, buchen uns ein Ferienhaus und dann sind wir da auch völlig flexibel. Ja, da hast du recht. Ja, ich würde auch immer Camping vorziehen, natürlich. Ja, gut, ich danke dir dann für die Präsentation. Das war Sehr wieder gerne. ein tolles Fahrzeug hier. Und ja, wer Lust drauf hat, der kann das ja auch bei dir mieten. Ne? Das ist ja Einfach auch anschreiben, kein Problem. Sinn und Zweck der Sache. Genau. Okay, ich danke dir. Gerne.